Und willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play FTB Lite mit unserem lieben DelectDP und auch Jan genannt. Genau. Und wir sind natürlich mal wieder, wie wer hätte es gedacht, alleine unterwegs. Yep. Hast du rein zufällig Brot? Ja, ich habe rein zufällig Brot. Wäre nett, weil ich habe jetzt keinen Bock, wirklich Weizen zu suchen. Was kriege ich dafür? Energie. Finde ich super. Ich lade so oder so gerade schon mein Schwert auf. Ja. Ey! Diese Energie habe ich nicht gemeint. Gut, also. Was meinst du? Wie lange braucht man noch, um bis wir den Query anschließen? Naja, ein Tesseract bin ich gerade am Herstellen. Also du hast gesagt, dass du Obsidian hast. Ja, ich habe Obsidian. Ich kann mal kurz gucken gehen. Ansonsten können wir das Höhenportal abbauen. Ja, aber auch keine Sache. Weil es ist ja eh nichts sehenswertes drin. Nicht wirklich. So, hier ist ein Obsidian. Hier ist Basaltkoppel. Ah, genau, hast du einen Pulverizer? Ja, ich habe einen Pulverizer. Den müssen wir dann auch anschließen, weil wir brauchen das Pulverizer-Obsidian. Und hier ist kein Obsidian. Seid. Nee, ich hab doch keinen mehr. Gut. Heißt, wie viel braucht man ungefähr? Jetzt läuft dieser Pisser mir. So, jetzt habe ich mein Schwert gefunden. Was habe ich die ganze Zeit gesagt? Wenn Lol. Ich mir ein neues Schwert gemacht habe, habe ich dieses scheiß Schwert gefunden. Ja, also, wir brauchen. Ein. Gut, das heißt zwei. Pro Glas? Ne, zwei pro... Also okay, vier Staub sind vier Obsidian für ein, also brauchen wir acht Obsidian für ein für zwei Tesserakte. Acht Obsidian. Also, acht Obsidian. Plus Redstone. Energy Cell, wie viel brauchen die? Die braucht genauso vier, also ich brauche mal zwölf ungefähr. Was jetzt? Warte. Zwölf. Naja. Warte, wo haben wir sie denn? Was brauchst du denn diese Redstone Konduktanz Coil da? Redstone Energy Cell. So. Also diesen Coil da habe ich da schon, diese komische Stange. Achso, ja. Gut. Habe ich eine. So, wie viel habe ich jetzt? Neun Dings habe ich jetzt. Okay. Ich tue kurz in meinem Base mit ein Dings. Was? Einen schnellen Weg zu Obsidian nach unten. Jo, mach das. Biu. Oh. Ich habe gerade bei mir aus Versehen die Wand mal so ein bisschen eingerissen. Ja, also nicht wundern, in meinem Base mit ist ein Dings drin. Wie ist denn das? Ein Loch. Ja, kein Ding. So, ich habe jetzt 13 Obsidian. Okay. Und ich weiß, wo ich noch mehr herbekomme. Ich auch. Einfach nur runtergraben. Bin ich gerade dabei. Hau ich schon mal in den Pulverizer rein. Okay. Der komischerweise nicht arbeiten möchte. So, weshalb auch immer. Warum muss ich hier... das Ding anmachen, dass er arbeitet. Nö. Rom hat er? Wieso funktioniert mein Pulverizer nicht? Keine Ahnung. Best. Oder liegt es eventuell daran, dass blöden Pulverizer einfach, sagen wir mal, hier hin muss, das Ding aus, das Ding an. Jetzt braucht es lange, um sich aufzuladen. Ja doch, Miner's Backpack. Habe jetzt nochmal 12 Obsidian. Ah.
Gut. Obsidian ist drinne. Okay. Und läuft, das lag daran, weil der... Na gut, ich bin auch blöd, ich hätte einfach den Output ändern müssen vom Dings. Vom Pulverizer. Okay. Aber so. Egal. Und ich muss gerade das richtige Loch finden, wo ich raus muss. Komm. Ja, also bei dir Whee! Und diese Suche nach den Löchern ist ja immer schwer. Lol, da ist ein Creeper in meiner Höhle drin. Stirb! Ah, es ist Nacht, ich gehe auf Endermänner-Suche und ich sehe schon einen auf der Karte. Passt. Die zwei auf der Karte. Gott, falsch. Da ist er. Ey, ich guck den noch nicht mal an und der ist aggressiv auf mich. Hatte ich vorher auch schon. Keine Enderperle. Hab ich mir schon gedacht. Nummer 1. Gut, also ich gehe bei dir, bei deinem Pulverizer da Staub machen. Mach das. Mir wird hier ein Enderman angezeigt, den ich nicht sehe. Keine Ahnung. Ist wahrscheinlich unter der Erde. Oder auch nicht. Boah, Skelett, geh mir hier nicht auf den Keks, du. Ach, da, jetzt. Ich hab dich. Enderman. Enderperle. Ich hab eine. Yeah. Denn fehlt uns, glaube ich, jetzt. Ich glaube, jetzt fehlt uns gar keine mehr. Weiß ich gar nicht. Hast du deine schon? Ich hatte nämlich in der Nacht offscreen auch kurz mal eine. Meine habe ich noch. Meine habe ich noch. Eine hast du, zwei hatte ich. Jetzt habe ich drei. So eine Conduit Coil hast du gesagt, oder? Ja. Hast du auch Electrum-Ingots? Ja, einen habe ich da noch. Gut, die anderen zwei mache ich. Und die Coil hast du bei dir dabei? Ja, oder? Die habe ich. Ich komme schon wieder zu dir hin. Ja, und ich hole gleich noch die letzten paar Staubdinger ab. So. So, jetzt haben wir das letzte Staub mit dabei. Hui. So, ich hau schon mal die Perlen. Mache ich schon mal zu Molten Ingot. Gib mir dann schon mal das Conduit und die Dings. Ja, hier ist die Conduit, hier ist das Elektrum. Danke. So, hast du deine Enderperlen schon geschmolzen? Nö, weil ich will ja genau gehen. Ja, dann gib mal her kurz, bitte. Hinter dir. So, das ist erhakt. Zwei. Diamonds. Ich würde sagen, jeder von uns gibt ein Diamond rein, oder? Können wir gern machen. Ich hab schon mal den ersten, da brauche ich noch Silber. Der mich hier schon wieder ausnutzen tut und einen Diamanten haben will. Ja. Gut, hier hast du einen Diamanten. 18 brauche ich da. Alter, bau dir doch so ein scheiß Dings-Table mit so einer Kiste drunter. Ja, dann muss ich wieder ein Rezept suchen, was bauen. Das kommt noch. So, glaube ich. Das Rockframe. Ist auf jeden Fall einfacher, weil das mal rausfliegen der Items ist dann nicht mehr, ne? Also bleiben denn da drinnen eben. Ja. Yep. Ah, kann es sein, dass du eine Perle zu viel reingetan hast? Nein, wir hatten genau 2000, so wie ich es gesehen habe. Oder? Du hast eine Perle zu viel reingetan. Oder ich habe eine Perle zu viel reingetan, weil ich dachte, die 20. Na gut, die 8. Enderperle insgesamt war wahrscheinlich dann noch nicht fertig. Mit dem durchkochen. Ja, wie gesagt, du hast eine zu viel reingetan.
Ja, macht nichts. Egal. Stört mich doch nicht. Aber eben halt flüssiges Ender. Du hast die falsche Coil. Das ist eine Reception Coil. Wir brauchen aber eine Conductance Coil. Und dafür braucht man. Warte, ich glaube, dann habe ich dir die falsche, glaube ich, gerade gegeben. Ja. Nee, warte. Was hast du? Ich habe eine Reception, aber ich brauche eine Conductance. Ja, dann habe ich dir die auf jeden Fall die falsche gegeben. Ja, hast du noch die richtige? Muss ich mal drüben gucken kurz. Ja, währenddessen stelle ich mal ein bisschen Elektrum-Ingots her. Ich muss gerade irgendwie mal so versuchen, mit einer Hand eine Zigarette zu drehen. Mal diese scheiß Raucher. Ja. Nimm mal diese scheiß Raucher. So, hier habe ich auf jeden Fall keins oben gehabt. Nicht, dass es jetzt, als ich verreckt bin, wegkam. Wovon ich gerade irgendwie so ein bisschen ausgehe. Aber die sind nicht teuer. Ne, habe ich nicht mehr. Für ein Enderman. Enderman, wo bist du? Andy? Wo bist du? Ich suche dich. Dich und dein Arschgesicht. Hast du gehört, müssen wir doch nochmal herstellen. Habe ich schon. Okay. Uns fehlt noch eine Tesseract Frame, dafür haben wir deinen Diamond. Klick, mein Zinn. Da ist er doch, da ist er. Bam, Digga. Bam. Ey, und nächstes Mal bitte. Was ist das denn für ein scheiß Pisser, ne? Er ist tot, aber teleportiert sich im gleichen Moment nochmal weg, so dass alle, dass die Items verschwinden und die EP. Lolz. Ja. Ja, wir haben schon eine Menge Energie, würde ich sagen. Ja, und deswegen fange ich auch schon langsam an, diese Redstone-Dings zu machen, damit wir die Energie endlich mal speichern können. Okay. Maschinen sind knapp alle auf 4000 Grad jetzt. Ja, sobald sie 5000 überschreiten, tu sie kurz ausmachen und wieder an. Ja. Ach, cool. Habe ich gar nicht gesehen, dass mein Buch, was ich in diesem einen Dings da gefunden hatte, jetzt komme ich nicht auf den Namen, beim Spawner, hatte ich ein Buch mit Protection 3 drin. Cool. Kann man nicht kopieren. Nee. Hier ist ein Copyright noch beinhaltet. Gibt's nur einmal. 4-5. 4-5. So, wir haben zwei Energy Tesseracts. Jetzt können wir schon dein Quarry einsetzen. Also anmachen können wir ihn. Und wir machen einfach noch schnell ein paar Pipes und stecken da die Pipes in ein paar Kisten rein und sind mal fertig. Können wir machen. Wenn du noch drei Enderperlen hättest, könnten wir das, anstatt das Endersaft zu verbrauchen, könnten wir das in einen Eimer schütten. Okay. Nee, habe ich nicht. Dann müssen wir es wohl wegschmeißen. Boah, wir behalten es drin. Na, weil ich brauche ja noch, ich brauche das ja noch für die Redstone Energy Cell. Hier, gehen bei dir die Motoren höher gerade von der Temperatur? Bei mir bleiben sie irgendwie bei 4900 stehen. Bei mir sind sie auch gerade bei 4900, aber schau mal, rechts oben, das Wasser. Das Wasser. Das wird langsam weniger. Und die Pipes sind einfach nicht, wir brauchen einfach nur bessere Wasserpipes. Und zwar nicht diese goldenen, sondern die von Thermal Expansion. Die Wasserpipes sind da besser. Willst du mir eventuell noch mal kurz deine Portal Gun geben? Gleich sofort. Okay, ich hol mir mal schon mal kurz mein Query. Ja.
Ist zwar, ich glaube, die Query ist nicht gerade besonders schnell, oder? Dann. Naja. So. Was man machen kann, ist vielleicht ein Kampf. Chest. Diamond Chest. Eine Goldkiste, Glas und zwei Diamanten. Wie mache ich denn eine Goldkiste, eine Eisenkiste und Gold drum? Aus einer normalen Kiste. Da packe ich Eisen drum. Wer hätte das gedacht? Bam, bam, bam. Vielleicht ein Mark hier. Wer weiß. Was meinst du, wie viel Goldkisten 2? Dierkisten 2? Mehrere. Mehrere? Ja, also ich sag's ja, 2 werden dann mit Sicherheit nicht reichen. Also. Weil ein Quarry, der hat schon was. Dann möchte ich aber gerne an einen Anteil von dir an Diamanten haben. Ja, also du kannst bis jetzt erstmal 2 machen. Wir tun dann später, sobald wir mehr brauchen, mehr rein. So, ich habe jetzt insgesamt 5 Kisten. Schade, geht nicht. Na gut, dann bauen wir es ab und verschütten das Zeugs. Verschütte es bei Dings ins Haus rein. Na, ich meine, so verschütten, nicht von wegen verschütten, verschütten. Hi. Oh. Hi. Brauchte ich dafür? Warte, erstmal mache ich hier. Was? 4 Gold Chests. Glas. Komm mal kurz rüber, welches Glas brauche. Hast du welches? 5 Stück. Das reicht nicht. Hast du noch Sand? Ja, klar. Ja, hast du. Brenn mal kurz nochmal ein Stack. Oder ein halbes Stack, sagen wir eher. Ist, glaube ich, besser. Mhm. Energie, wir brauchen dich. Komm zu uns. So, ich hole noch kurz ein bisschen Öl. Ja. Weil ich glaube, das nächste, nachdem du wirst ja dich um den Quarry kümmern, also ihn aufstellen und zweitens fort, und ich werde mich darum kümmern, dass wir besser an Öl rankommen. Ja. So, jetzt suche ich bei dir mal die Diamanten. Ja, also unten. Wie viel machst du denn? Ich hab dann jetzt gleich 4 Diamantkisten. Ja, und mit wie viel braucht man dafür für eine? Für eine Kiste braucht man ein Dia. Okay. 2 Dias, entschuldige. Also sind 2 Dias von mir weg. Ein Dia, ich hatte noch einen. Okay. Ich habe natürlich die billigere Version genommen, an Diamanten. Okay. Wie gibt es eine billigere Version? Ja, man kann dir einmal entweder aus 6 Glas 2 Dias und einer Goldkiste machen, oder aus 5 Glas 3 Dias und einer Silberkiste. Mhm. Ja, okay, die Goldkiste ist echt besser. Ist der echt besser? So. Willst du mir dann mal eine Sekunde kurz eine Portal Gun geben? Ja, kannst du benutzen. Da. Dann fliege ich mal kurz 500 Blöcke weit entfernt. Wüste oder keine Wüste?
Wie meinst du das? Ich glaube, die Wüste haben wir zumindest auch Sand beinhaltet. Okay. Hätte eventuell davor mein Jetpack aufladen sollen, aber egal. Welches muss ich nehmen, das rote oder das grüne? Das gelbe. Oder gelbe. Ja, das gelbe brauchst du. Ich glaube, in dieser Richtung war ja die Wüste. Erstmal so einen kleinen Jump-Parcours aufs Wasser drüber. Den Rest schwimmbar. Schwimmbar, das neue Wort. Schwimmbar. Das Zumba Schwimmbar. Stopp. Warte, ich hab noch 3000 Energie. Müsste, glaube ich, reichen, um hier über einen Berg fliegen. Ich weiß gerade gar nicht, ob ich in die richtige Richtung fliege. Du wirst es gleich schon merken. Wir laufen einfach mal ein kleines Stückchen noch weiter. Noch ein paar Berge. Ah, und wenn wir das erste Mal nicht in der Wüste sind, ist es ja auch nicht so schlimm. Glaube ich. Was cool wäre, wäre, wenn so ein Quarry auch dieses Wasser mit abbaut und dass man dann so Wasserblöcke hat. Ja, aber es war ein bisschen gecheatet, weil das Wasser, die Wasserblöcke. Du könntest vielleicht zumindest könnte man irgendwie waschen und die Pumpe mit Pumpe beinhaltet. Ja. Dass du dann halt verschiedene Tanks anschließt, von wegen Lava, Wasser, bla bla bla. Ja, so Wüste gefunden und davor geht mein Jetpack natürlich, Alter. So, und wir kriegen gleich unseren Redstone-Test. Redstone Energy Cell Frame mache ich dann gleich. Hast du schon den Tesseract hingestellt? Gleich mache ich das. Willst du, wollen wir ein paar Landmarks mit hinsetzen oder wollen wir erstmal nur das Feld so vom Quarry benutzen? Machen wir erstmal das einfache Feld. Okay, mach mal die, Dings, die Frequenz 347. Ja. Warte. Erstmal stelle ich mir den Quarry, würde ich jetzt sagen, stelle ich mal hier hin. So. Da neben den Tesseract, ne? So, jetzt all send only und enable. So, disabled, so. Okay. Muss ich den Tesseract da drunter oder reicht das einfach daneben? Einfach nur daneben. Aber tu am besten zuerst die Pipes, also aus dem Quarry rausführen zu den Kisten. Okay, dann müsstest du mir. Warte. Hast du schon das Portal geschossen? Nee, noch nicht. Sekunde. Ja. Brauch nämlich die Pipes noch. So, das grüne. So, jetzt. Kannst du mir die Sachen durchschmeißen? Warte, ich muss auch, ich mach gerade das Ding zu Ende. Das, die Redstone, bla bla. Okay. Ich brauch Blei. Blei. Yeah, wir haben eine Redstone Energy Cell. Ich glaube, die Kisten muss man von unten befüttern, oder geht das auch von oben? Von oben. Du kannst von jeder Seite sie befüttern. Also bräuchte ich 5 bis 6 Pipes. Mal gucken. Downpipe. Ach ne, Cobblestone. Input haben wir, aber Output ist nichts.
Was habe ich? Warte mal kurz, warte mal kurz. Oh, finde ich gerade richtig Knorke noch genügend Holz dabei gehabt für ein Dings. Brauchst keine Pipes machen, ich habe ein paar Cobblestones Pipes gemacht. Mhm. Ja. Sind zwar ein paar zu viele. Yep. Ja. So, was war jetzt die Dingsfrequenz? Ach, Steinbruchenergie 347. Z-Frequenz. Yep. Okay, habe ich gesetzt. Ja, ich muss dann, ich muss also, finde ich ein bisschen schade, aber puh, wir müssen was machen. Aber irgendwie passiert da gerade nichts. Ja, weil ich tue gerade mit dem Redstone-Dings testen, wieso er keine Energie ausgibt. Und jetzt kommt Energie durch. Jetzt. Ja. Ja, jetzt. Ist zwar noch ein bisschen langsam, finde ich. Weil ich gerade auch Dings mehrere Maschinen an der Dings drauf habe. Okay. Oh, dann sehen ja meine Zuschauer den das erste Mal, wie der Query in Betrieb ist. Yep. Was für ein Zeug. Das Portal ist da, oder? Ja, das Portal ist da, kannst du. Ja, ich komm kurz durch. Hui. Oh, sieht ganz nice aus in der Wüste. Ja. Ist auch schon fast fertig und... Ja, ich gehe mal kurz wieder durch das Portal von wegen, weil die Maschinen sind gleich wieder bei 4100. Ja, gut, Wasser wird wenig, müssen wir ausmachen, dann wieder an. Aber, das Gute ist, ich kann die Redstone Energy Cell mitnehmen, die habe ich jetzt kurz ein bisschen mit Energie gepumpt. Okay. Hat sie gerade die Energie ausgepultet? Auf jeden Fall, der Query arbeitet gerade nicht weiter. Ja, gut, also die Redstone Energy Cell sollte ich damit verbinden können, den Output. Ja, jetzt sollte Energie rauskommen. Ja, kommt. Und das auch relativ schnell, cool. Aber das ist ja so oder so gerade noch das Gerüst, wie es gebaut wird. Mhm. Gelb ist schlecht, rot, ja okay, die wird gerade langsamer. Und jetzt schauen wir mal, wie schnell er läuft. Ja, nice. Geht auch. So wollen wir das doch sehen. Ganz genau. So, was meinte ich mit Barrels? Na, es gibt keine Barrels. Schade. Jetzt ist er wieder langsamer geworden, aber könnte auch am Lex liegen. So, ich würde sagen, damit beenden wir die Folge. Mhm. Würde ich sagen, mit der erfolgreichen Installation einer Query, die funktionstüchtig ist und für uns jetzt, sagen wir mal, Ressourcen bauen tut. Jetzt ist es stehen geblieben, vielen Dank. Ich glaube, es laggt. Nee, ich glaube nicht. Ach so, ja, Energie, kann auch sein. Energie fehlt. Ja, gut, also das lassen wir jetzt auch so erstmal, weil wir werden, glaube ich... Ich back gerade irgendwie rum. So, zack. Hier hast du auf jeden Fall deine Portal Gun. Das Portal solltest du nicht wegmachen. Genau, setzen wir es aber zumindest schon mal Waypoint. Einfach aus Gründen. Mit B. Ja, ich komme da gerade nicht hoch. Ich muss irgendwie so anders mal. So. Ah, B, cool. Very. Ich mache so ein schönes Schwarz. Down. Ich hab's in irgendeiner Farbe gemacht. Lol, ich sehe es sowieso nicht. Achso, okay. Vielleicht sollte ich auch. Mach mal. Mach mal diesmal diesen komischen Blau. Fertig. Ah ja, jetzt passt. Query, 4 Meter entfernt. Gut. So, wir haben. Das heißt, nächste Runde machen wir uns einen Dingensens hier. Wie heißt der? Einen Chunk Loader. Und ich werde mich dann um die Wasserversorgung für die Engines kümmern und dann können wir nochmal 3 weitere Engines dran bauen, nochmal eine weitere Raffinerie und dann geht's ab hier. Und ich kümmere mich dann in der nächsten Folge um den Chunk Loader. Yep. Also vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao. Ciao.